Es war an einem Sonntagmorgen zur Herbstzeit und der Buchweizen blühte. Die Sonne war hell am Himmel aufgegangen. Der Morgenwind fuhr warm über die Stoppeln und die Lerchen sangen in der Luft und die Bienen summten in Buchweizen. Und alle Geschöpfe Gottes waren vergnügt und der Igel auch. Dieser stand vor seiner Tür, hatte die Arme untergeschlagen, guckte in den Morgenwind hinaus und trällerte ein kleines Liedchen vor sich hin. Dabei fiel ihm ein, er könnte ja im Feld spazieren gehen. Der Igel legte alles ab, machte die Türe hinter sich zu und schlug den Weg ins Feld. Als ihm der Hase begegnete. Als der Igel den Hasen erblickte, bot er ihm einen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seiner Wiese ein vornehmer Herr war, erwiderte den Gruß nicht, sondern fragte mit einer hochnäsigen Miene: Wie kommt es denn, dass du hier schon so früh am Morgen im Feld herumläufst? Ich gehe spazieren. Spazieren? Mich dünkt, du könntest die Beine auch wohl zu etwas Besseren gebrauchen. Diese Antwort verärgerte den Igel sehr. Du bildest dir wohl ein, du könntest mit deinen Beinen mehr ausrichten? So denke ich. Das kommt auf einen Versuch an. Ich werde mit dir einen Wettlauf machen und dich überholen. Dass ich nicht lache, du mit deinen schiefen Beinen. Aber meinetwegen, mag sein, wenn du so übergroße Lust hast, was gilt die Wette? Einen Goldgulden und eine Flasche Wein? Angenommen. So schlag ein und dann kann's gleich losgehen. Nein, so eine große Eile habe ich auch wieder nicht. Ich bin noch ganz nüchtern. Erst will ich mal nach Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich wieder hier auf diesem Platz. Damit ging der Igel fort, denn der Hase war zufrieden. Unterwegs dachte der Igel: Der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch nur ein dummer Tropf und bezahlen soll er doch. Als nun der Igel zu Hause ankam, sprach er zu seiner Frau. Frau, zieh dich schnell an, du musst mit mir hinaus aufs Feld. Was gibt's denn? Ich habe den Hasen um einen Goldgulden und eine Flasche Wein gewettet. Ich will mit ihm um die Wette laufen und du sollst mir dabei helfen. Oh Mann, bist du nicht klug? Hast du den ganzen Verstand verloren? Wie kannst du nur mit dem Hasen um die Wette laufen wollen? Sei unbekümmert, liebstes Weib. Das ist meine Sache. Zieh dich nur an und dann komm mit mir. Was sollte Frau Igel machen? Sie musste wohl folgen. Sie mochte nun wollen oder nicht. Als sie miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau. Nun gib Acht. Siehst du dort auf den langen Acker? Wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft nämlich in der einen Furche und ich in der anderen. Und von oberen Ende fangen wir an zu laufen. Nun hast du nichts weiteres zu tun, als dich hier unten in der Furche zu stellen. Wenn dann der Hase auf der anderen Seite ankommt, so rufst du ihn entgegen: Ich bin schon da. Indessen waren sie am Acker angelangt. Der Igel wies seiner Frau ihren Platz an und ging nun zum Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann's losgehen? Jawohl. Nun, vorwärts. Und dabei stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählt. 1, 2, 3. Und rannte fort wie ein Sturmwind den Acker hinab. Der Igel aber lief ungefähr 3 Schritte,
Dann duckte er sich in die Furche und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase in vollen Lauf am unteren Ende des Ackers ankam, rief die Igelfrau ihm entgegen: Ich bin schon da! Der Hase stutzte. Er meinte nichts anderes, als dass der Igel ihm zurief. Denn bekanntlich sieht Igelfrau genauso aus wie ihr Igelmann. Der Hase aber dachte: Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Noch einmal laufen. Kehrt! Und stürzte wieder fort, dass ihm die Ohren am Kopf flogen. Igelfrau aber blieb ruhig auf ihrem Platz sitzen. Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Igelmann entgegen: Ich bin schon da! Der Hase aber, ganz außer sich vor Ärger, schrie wieder: Noch einmal laufen! Kehrt! Mir kann's recht sein. Meinetwegen, so oft du Lust hast. So lief der Hase noch 73 Mal und der Igel stand immer wieder am Ende. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte Igelmann oder Igelfrau: Ich bin schon hier. Beim 74. Mal aber kam der Hase nicht mehr zu Ende. In der Mitte des Ackers stürzte er ganz ermattet nieder. Der Igel aber erhielt den Goldgulden und die Flasche Wein, holte seine Frau aus der Furche ab und beide gingen vergnügt zusammen nach Hause. Seit der Zeit hat sich's kein Hase mehr wieder einfallen lassen, den Igel wegen seiner Beine zu verspotten. Thank you.